Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen... Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir können uns. Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Na dann. Los. Verfick dich. Ich warte nur drauf. Wo lang? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben den Gang runter. So, und damit geht es auch jetzt schon dem Ende zu. Das war knapp. Bin mal gespannt, ob wir es vielleicht packen. Hier rauszukommen. Ohne irgendwie gesehen zu werden. Okay, hat sich erledigt. Medipack oder Molly?
Gibt's hier noch einen anderen Weg raus? Okay, warte, hier ist noch einer. Ach, ich hasse es. Ich habe keine Angst. Verdammter! Du bist... Ja, schießt einfach nur. Ich gebe euch genauso wenig. Pelis brauche ich ja nicht mehr. Wo ist der Gang? Ah, hier ist die Sackgasse. Ich habe den Schmuggler entdeckt. Was zum... Da komm schon. Ja, das frage ich mich auch. Wie soll es weitergehen? Was ist los, Arschloch? Nun, welcher Weg? Ja, ich bin tot. Der Schmuggler, er ist hier drin! So. Warum ist eigentlich der Untertitel aus? Das hier ist auch eine sehr schwere Stelle, muss man sagen. Also, ich hab's. Ist wahrscheinlich wieder zusammengekattet, aber ich habe das mindestens 30, 40 Mal schon probiert jetzt. Und ich habe es nicht hingekriegt. So, jetzt könnten wir es vielleicht packen. So. Jetzt haben wir sie gut gekriegt. Jetzt die Frage: Von wo kommt der jetzt? Ah, guck mal, jetzt geht er sogar hier lang. Das war eigentlich der Weg, den ich gedacht habe, den er einschlägt. So. Stimmt der jetzt auch mal noch? Der andere kommt jetzt auch da lang. So, wenn der andere jetzt auch kommt. Den holen wir uns auf. Jetzt heißt es vorbeischleichen. So. Einmal hier rüber. Ah, wir haben den Stein nicht mitgenommen, aber den brauchen wir eh nicht. Jetzt warten wir noch mal kurz. Okay, der guckt anscheinend jetzt erstmal nicht hier rüber. Das ist schon mal ganz gut. Kriegen wir jetzt hier gleich einen Stein. So, da ist unser Stein. Das war knapp. So. Hier die Passage wäre schon mal geschafft. Die ist eigentlich auch nicht die schwere. Erst die andere ist eigentlich so schwer. Weil das sind einfach viel zu viele Gegner. Viel zu viele. Und wir müssen die halt eigentlich wirklich alle killen. Weil wir kommen soweit nicht durch. So, jetzt schnell noch die Muni hier aufsammeln. Okay, also wie gesagt, wir können es jetzt mal noch mal leise probieren. In der Hoffnung, dass es was bringt, aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt nicht.
kommt er nicht durch. Okay, also die sind schon ziemlich schnell. Wir müssen halt die ganze Zeit über den Peak hier am besten versuchen, die zu killen. Wenn er jetzt wegguckt, am besten. Haben wir noch Muni? So, zwei haben wir. Alter, ich bin gerade richtig angespannt. Drei haben wir. Ich glaube, ich mache mir Medipack. Oh oh. Medipack, ich drück's mir. Es sind halt echt noch 4, 5 Stück. Mal gucken, ob da einer vielleicht von denen kommt. So. Den haben wir. Jetzt haben wir halt leider hier nichts mehr. So. Jetzt fehlen, glaube ich, nur noch die... Nicht! Oh mein Gott. Okay. Jetzt brauchen wir diese Rauchgranate hier. So, die müssen jetzt am besten alle dahin gehen. Ich weiß, dass du hier bist. Mistkerl! Du bist. Ich will da raus. Oh, geil. Oh, ich hab's geschafft. Na, schieb das davor. Schnell weg. Schnell. Und let's go, komm. Großer Gott. Doktor? Was machen Sie hier? Ich gebe sie Ihnen nicht. Ich bringe mich um. Sie haben die Leben, die wir retten können. Unsere Zukunft. Nix, du lässt Ellie in Ruhe. Ja, nicht näher. Tut mir leid, ich muss sie leider umlegen. Ich warne dich, tut mir leid. Nein! Widerliches Schwein! Muss ich auch umlegen, hä? Harry, halt die Klappe! Komm her, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Oh Mist. Komm schon, schnell. Zurück! Schnell. Komm schon. Ich bring dich hier raus, Kleine. Ich hab dich. Ich pack das. Ich hab dich. Na los. Oh nein, da sind die aus. Schnell. Alles okay. Alles okay. Na, ich pack's. Da ist der Aufzug. Wenn wir da drin sind, dann haben wir es gepackt. Ooh!
Jetzt haben wir es gepackt, Leute. Uah. Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klicken in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. Einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Wir haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Warte! Tu das nicht! Bitte. Du würdest ihr nur folgen. So. Und jetzt haben wir es eigentlich geschafft. Jetzt kommt nicht mehr viel. Tja, Ellie ist natürlich ein bisschen traurig, würde ich sagen. So laufen. Aber an sich hat Joel sie ja jetzt auch eigentlich angelogen, weil sie ist ja anscheinend immer noch die Einzige. Oh, ich bin nochmal Ellie. Geradeaus. Sie ist anscheinend immer noch die Einzige, die immun ist. Ja. Und darf ich da durch? Ah ja. Ja, Joel hat ja dann gesagt, die hätten aufgehört nach einem Heilmittel zu suchen, was ja nicht stimmt. Der hat einfach nur mal ihn umgelegt. Bin mal gespannt, wer vielleicht die ganzen Trailer von The Last of Us 2 gesehen hat. Hat man gesehen, dass Ellie und Joel eine kleine Krise, sage ich mal, haben? Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber dass sie ja auseinandergehen, und ich glaube vielleicht, dass das, was wir hier erlebt haben gerade, der Grund dafür sein könnte, dass sie vielleicht herausfindet, dass Joel bezüglich der Fireflies gelogen hat und dass das dann komplett so das Bild von Ellie in Bezug darauf zerstört hat. Und jetzt sind wir nochmal hier in Jackson angekommen, wo Tommy ja gemeint hätte, wir wären immer willkommen. Ja, und da gehen wir jetzt hin. Und das ist auch dann der Teil, wo es in The Last of Us 2, Part 2 weitergeht, nur 5 Jahre später. Ja, toll. Und wenn wir jetzt da hochgehen, dann ist Schluss. Und ich würde dann auf jeden Fall einfach sagen, na gut, ich mache einfach gleich. Wir gucken uns jetzt das Video an. Gib mir deine Hand. Okay, na komm.
Hey, warte. Damals in Boston. Als das mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör es mir. Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Meine Freunde, das war The Last of Us Part 1, nennen wir es jetzt einfach mal. Und wie gesagt, ich habe es in jedem Part wahrscheinlich 5-mal gesagt, aber storymäßig ist das Spiel einfach nur geil, gameplaymäßig ist das Spiel einfach nur geil, von dem Design her ist das Spiel einfach nur geil, es ist einfach nur ein geiles Spiel. Ich muss, glaube ich, wirklich sagen, das ist mein Lieblingsspiel. Das ist das beste Spiel, das ich bis jetzt gespielt habe. Wir gucken mal, ob The Last of Us Part 2 das nochmal übertrumpfen kann. Grafisch her, von der Grafik auf jeden Fall. Gameplay ist wahrscheinlich von den Mechaniken her viel gleich. Und ein paar Zusätze, das heißt, wird auf jeden Fall auch besser. Und dann bin ich auf jeden Fall auf die Story gespannt und alles andere. Und ihr könnt ja mal gerne eure Meinungen zu jetzt The Last of Us, wer sich vielleicht ganz angeguckt hat, anschauen, reinschreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren, oder was ihr vielleicht im zweiten Teil erwartet. Und dann würde ich einfach sagen, verabschiede ich mich hier und wir lassen die Credits einfach noch laufen, weil, ganz ehrlich, eigentlich ist es zwar Videoverschwendung, aber man muss einfach diesen Leuten ehren, die dieses Spiel gemacht haben, ist einfach so. Muss man einfach. Also würde ich sagen, macht es von meiner Seite aus. Macht's gut. Bis zum nächsten Video, beziehungsweise bis zum nächsten Projekt. Auf Wiedersehen.